Ja, hallo? Ist da die Studententelefonseelsorge? Ja, das ist gut. Ich habe nämlich was auf dem Herzen. Wieso Sie? Wir müssen du sagen. Wir sind junge Leute. Ah, das stimmt. Ja, okay, sag mal halt Sie. Haben sich damals in der Weimarer Republik auch gesiezt, gell? Dann haben Sie sich wahrscheinlich schon mit 20 gesiezt. Also folgendes. Ich habe im Internet gelesen, dass man eine Frau kennenlernen kann, wenn man sich ein Rätselheft kauft. Also habe ich mir ein Rätselheft gekauft für einen Euro. Sie wissen ja, was das in D-Mark ist. Nee, halt, stopp, können Sie ja gar nicht wissen, weil Sie ja kurz vor der Währungsreform noch den Toast geschissen haben. Also, mein Fehler. Jedenfalls setze ich mich mit diesem Rätselheft in die S-Bahn und was soll ich sagen? Ich habe keine Frau kennengelernt. Ich habe extra dieses Rätselheft so demonstrativ vor mich hingehalten, sodass man lesen kann, der kleine Rätselspaß, kann man sich ja denken, dass das ein Rätselheft ist. Gegenüber von mir saß auch eine junge Frau, aber keine Reaktion. Wissen Sie vielleicht, wie ich eine Frau kennenlernen kann? Ach, Sie sind eine Frau. Ja, da ist ungünstig, dass wir uns siezen. Kontraproduktiv, sagt man als Student. Wissen Sie, ich fände es jetzt halt schade, wenn ich diesen Euro respektive 2 Mark für umsonst ausgeben hätte. Darf ich Sie vielleicht gerade mal fragen? Wärmelehre 7 Buchstaben. Wie schreibt sich das? Passt. Und Kräuselgarn 5 Buchstaben. Passt auch. Und verfügbare Summe 8 Buchstaben. Auch richtig.